Dann kannst du Hallo, wieder Probleme ne? kriegen. Mach es bloß nicht hell. Ja. Mach So. es bloß nicht hell. Oh, jetzt ist es raus. Erzähl es niemandem. Toll. Ich krieg von einem Moblin einen Grubin. Coole Sache. Wirklich coole Sache. Ja. Ich sag doch, Meister der Teleportation. Ich sag's doch! Ich hab's gesagt! Ich sag's dir, ja? Der Typ ist so creepy. Das. Überhaupt nicht. Pass mal auf. Der ist an dir vorbeigegangen, du hast es bloß nicht gesehen. So einfach. Natürlich, Der ja. kann sich nämlich auch in die Größe eines Minisch verwandeln. Ah ja, natürlich. Ah. Du darfst nicht sprechen. Oh Gott, wie Aber spricht man den denn? poetisch und dichtisch. Poetisch halt. Poetisch. Ach du Scheiße. Hey, Link, mit deiner Hilfe konnte ich wieder in mein Haus zurück. Es hat sich sehr verändert, aber was soll's? Ich möchte meinen Dank in einem Gedicht ausdrücken. Und jetzt bitte mit Ausdruck und Gefühl. Gefühl? Ja. Sowas hab ich nicht. Okay. Dann einfach nur mit Ausdruck. Endlich wieder im Haus. Die fremden Wesen sind raus. Ich blicke zurück mit Schmerzen und danke dir von Herzen. Ah, da fällt mir ein. Im Kamin sind ganz viele blaue Muscheln. Könntest du sie für mich wegwerfen? Ist doch widerlich, oder? Wirf sie bitte für mich weg, ja? Ja, coole Sache. Das war's also mit Poemum der Dichter, Meister der Teleportation. Aber Jetzt sehen wir ihn nie Puemon wieder. klingt echt wie so ein komisches Pokémon. Finde ich. Meinst du? Ja, findest nicht? Also ich finde schon. Oh, Hat sie da cool. noch Wir nicht finden drin? einfach mal so ein Herzteil. Auch cool. Ne, das ist erst aufgegangen durch ein Fragment, deswegen. Ach so. So. Was jetzt? Au. Das wollte ich jetzt nicht. Au. Das wollte ich auch nicht. Au. Du gehst ganz Manjo. schön heftig auf Tuchfühlung heute, ne? Ja. Erst dem Oktorok da ordentlich auf den Hintern hauen und jetzt hier noch, also ich weiß auch nicht, was mit dir heute los ist. So. Viech, stirb. Du bist tot. Oh, wir haben einfach so ein grundes Glücksfragment gefunden. Finde Und ich dass cool. er das jedes Mal so feiern muss, wenn er so ein beschissenes Glücksfragment findet. Was zur Hölle bist du für ein Viech? Achso, du bist ein Goldener. Goldener Viech. Wieder 50 Rubine oder so für. Ja, aber immerhin 200 besser als nichts, ne? Ja, und So. herzhaft finde ich da viel besser. Okay. Nee, großen blauen, das sind 100 Rubine. Okay. Dann habe ich ja fast mein Geld wieder eingeholt, was ich im Hotel verschwendet habe. So. Was gibt es hier unten denn noch? Hier kann ich. Hier ist ein Portal, okay. Da kannst du bestimmt auch wieder eine Bohne, also Ja, eine Ranke sprießen lassen. wahrscheinlich. Weil da drüben ist eine Bohne und da ist Minish. Und der will Fragmente rein. Und zwar ein blaues, das ich habe. Sehr schön. Miau. Ja, sehr schön. Okay. Aussieht, ey. Dass auf einmal so aus dem Boden da so ein komisches Ding da hochsprießt. Und Ja, natürlich so schnell, natürlich. ne? Ist ja auch noch so ein Ding. Ja, logisch. Ich meine. Oh, wir haben den gleichen Hintergrund, obwohl wir ein bisschen weiter westlich sind, aber egal. Ach, du hast doch überhaupt keine Ahnung, ey. Das ist halt so. Eigentlich brauche ich das fast gar nicht, weil ich genügend Geld habe. Man kann nie genug Geld haben. Glücksfragment, yay. Warum kann er Okay. hier jetzt nicht runterspringen? Warum nicht? Das ist gefährlich. Ach, Link, doch nicht. Link, der ist total Superheld und so, Ach weißt so, er ist robust. du? Ja, Ja, genau so ist es. natürlich. Eine Fliege Okay. tut ihm weh, aber so ein Sprung aus 200 Meter Höhe, ach, so klacks für ihn. Ach so, okay. Geheime Welt von Tabanta. Hier haben wir noch ganz viel zu entdecken und ich brauche die Stiefel. Das ist auch so. Man braucht sie kaum. Man braucht sie hier dafür, für diesen Teil im Spiel, aber sonst nicht wirklich. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ja. Naja. Wenn du Link Ah to the ja, wir können Past hast du jetzt etwas mehr gebraucht. Wimmen. Shovelmen. Ja, in Link's Awakening auch. So. Njom, njom. So. Ach stimmt, in Link's Awakening gab's das ja auch. Yep. Ja, ich erinnere mich dunkel dran. Oh, Okay. wieso müssen diese Viecher mal wieder da sein? Das finde ich mal doof. Also diese Njom. Zyklopen-Dinger da. Da wollte ich jetzt nicht hin. So, da komme ich nur als Minish hin. Hier kann man ganz viel als Minish machen, aber man kann als Minish halt seine Items nicht benutzen, deswegen kann ich da auch die Pegasus-Stiefel nicht benutzen, was halt sehr schade ist. Ah, Moment, jetzt kann ich das Ding hier machen. Nee, das war schon hell.
Dann brauche ich den Ort, wo es dunkel ist, weil da war noch mal so ein Meister Magnus-Typi, der ja, ich bringt weiß. Einem was bei, ich hatte aber den es auch. Ist dunkel. Ich weiß es aber nicht mehr, wo der war. Und ich weiß auch nicht mehr, wo der war, aber ich glaube, das war wirklich hier in der Geheimwelt von Tabanta. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der war woanders. Glaubst du? Meinst du? Ja. Ah. Ich glaube es aber auch nur. Ich weiß es nicht mehr. Müsste es... War in meinem einen Video jetzt drin vor kurzem. Okay. So, natürlich müssen wir jetzt hier warten. Njom, so. Aber ich glaube, das hier habe ich schon, wenn mich hier erst täuscht. Ja. So, Zeitverschwendung. Yay. Yay. In dieser Zeit hätte ich schon wieder einen totalen Roman schreiben können, aber nein. Ja. Roman. Ich erinnere mich an die Hungerspiele, die zweite Session. Mit unseren Schreibkünsten, Gedichtkünsten. Ach komm, die waren gut. Die Gedichtskünste von Sir Mistress und Miss Bösauge. Ja, so. War doch gut. Ja, wirklich. Okay. Wobei mir da ja Law ein wenig auf die Ketten ging, ne? Ja, da war halt ein bisschen, mein Gott. Ja? Ja. Ah! Mann! Und da kannst du jetzt nicht hier sagen, ne? Ich kann schon, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen komisch. Mhm. So, das wollte ich jetzt nicht. Hier will ich lang. Okay. Im Prinzip könnte ich doch einfach rüberspringen. Ach nee, da sind ja Kanten, deswegen, da kann ich ja nicht hoch. So. Au. Was ist das halt mit den Kanten auf Doom? Ja. Glücksfragment! Yay. Und wieder eine Party. Yay. Ich kann schwimmen im Pfützen. Bäh. Du Pfützenschwimmer, du. So. Das ist ein ganz schlimmer Finger, du. Oh. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir sonst... Da unten ist so ein Blatt, wo ich rein kann. Das ja, sind Feuchtgebiete. Feuchtgebiete. Ja. Muss ich wieder an Funk denken. Ja, eben, ich auch. So. Flup. Wir nehmen auch schon wieder länger auf, aber diesmal kann ich das einfach... Was zur Hölle? In zwei Parts. Da darf man sich kein bisschen bewegen, sonst fliegt man wieder ins Loch zurück. Ja, ja. Hallo? Ich habe absichtlich nichts gesagt. Ach so, verstehe. Okay, du versuchst dich zurückzuhalten, ne? Mhm. Oh lol, da kommt er nicht rauf. Oh. Weißt du, an jedem kleinen Fitzel kann er hochklettern, ja, aber da echt nicht. Schlimm. Super logisch. So. Und wieder mal ein Bad in der Pfütze nehmen. Njam, njam. Ja. So, jetzt können wir ja... Jetzt kommen wir ja gleich zu den Wasserdingen, wo wir dann schwimmen können. Yay! So. Rein da. Njam. Was gibt's denn hier Schönes? Nichts. Coole Sache. Links ist eine Truhe. Links ist eine Truhe, ja. Njam. Links! Links von Link ist eine Truhe, ja. Ja, tolles Beispiel, ne? Ja, natürlich war das eine Sackgasse, logisch. Das hat man doch schon gesehen. Nimm niemals die Äußersten oder die Mitte. Echt. So. Was? Stirb doch! Ich möchte jetzt nicht. Ich frage mich, ob ich die Dinge mit dem Boomerang betäuben kann. Wenn ja, dann wäre mich äußerst fail, dass ich das nie gemacht habe. Ja, cool. Nee, geht nicht. Und ob das geht? Ja, nee, ich hatte jetzt nur gesehen gerade, dass du den Dings getroffen hattest, den... Also die... Ich weiß nicht, was ist denn das? Clown? Wie auch immer soll man das benennen, du weißt, was ich meine. Ja. Was dann auf den herwirft. Du hast schon wieder Alter. Nur noch 3,5 Herzen? Boah, Mann, die Soundeffekte von diesen Viechern regen auch auf. Keine Ahnung, die höre ich gerade nicht. Na, von der anderen Seite. Danke. Herzteil! So. Heute übertreibst du so richtig mit deinen Herzteilen, ne? Aber echt? So. Dann fehlen mir noch wie viele Herzteile? Eines, dann habe ich wieder einen Herzcontainer. Coole Sache. Ich möchte jetzt aber den Maximilius oder wie der hieß, treffen. Maximilius ist bei mir übrigens auch eine Bezeichnung für einen bestimmten Fisch aus Super Mario World und Super Mario Land 2. Okay. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja. Den habe ich in meinem ersten Let's Play einfach so genannt. Weil ich so cool wie Funk sein wollte und mir dachte, hey, ich gebe Gegnern Namen. Hab aber nur für diesen Fisch einen Namen gefunden. Das ist so ein Skelettfisch. Ach so. Diese Fischbaumdinger. Und ich glaube einfach, also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber
Einfach weil ich dabei an Funk gedacht habe, dass ich ihn mal Maximilius genannt habe, das weiß ich aber jetzt nicht wirklich genau. Das kann auch Wörtum sein. So. Miau. Also wenn mir ein Name einfällt für ein Viech, dann nenne ich das halt so, aber auch nur spontan, weil es mir dann so einfällt. Hm. Das ist nicht so, dass ich. Also das ist wirklich random bei mir. Also das ist. Jo. Miau, flop. Miau. So. Wo jetzt lang? Ich möchte ja den Maximilius-Typen finden. Oder war der im Gongolberg? Nee, der hat uns diese Attacke ja beigebracht. So. Ich weiß nicht mehr, wo der war, wirklich nicht. Also ich hab. Du könntest jetzt natürlich kurz ins Video gucken bei mir. Spoiler. Nein, aber irgendwo gab's den. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Oder ist der nachher im Tal? Nee, mit Sicherheit nicht, weil ich hatte ihn jetzt auch schon gefunden in diesem Let's Play. Da war es halt dunkel. Ich habe ja noch die Lampe noch nicht. Weil ich glaube, so. Ich bin erst nach dem Tal hingegangen, glaube ich. Okay. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Müsste selber gucken jetzt. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Was verschenkst du mir? Pfeile, nee. Ja, verschenken vor allem. Erst wollen sie dich umbringen, ja, und dann auch noch was verkaufen für einen überteuerten Preis. Schlimm mit diesen Dekos. Du hast doch genug Geld, jetzt tu mal nicht so. Ja, nee, nein. Ich meine Geld, hallo? So, Jungs, ich habe überhaupt kein Geld, siehst du doch. Ich hab... Ne. Deine also, Tasche plackt am Platz auch nicht jeden Moment, ne? Nee, überhaupt nicht. So, Flop. Ah, Moment. Da kann er dann natürlich über die Konto rüberlaufen. Hm. Moment, jetzt weiß ich, jetzt habe ich eine Idee. Kann das sein? Kann das sein? Oh nee, kann nicht sein. Okay, aber hier ist... Moment, das wollte ich jetzt gar nicht. Witzig. Harvey, ist das lustig, oder? Ah, mein Jo. So, nochmal. So, natürlich. Nein. Oh. Weißt du, diese Schieberätsel hängen manchmal auf. Echt. Lass mich raten, ich muss das irgendwie so machen. Da will er ran und dann dann darf er nicht. Ja, echt. So, danke. So, ich habe einen neuen Herzcontainer. Yay. Das sind 3 Herzcontainer in dieser Session. Wow. Okay. Okay, hier war auf jeden Fall nicht der Maximilian. Wo war der? Der war irgendwo. Alter. Ja, irgendwo war er, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich. Okay, hier war er auf jeden Fall nicht. Aber ich dachte, der wäre hier gewesen in diese Welt von Tabanta halt. Aber habe ich mich anscheinend geirrt. So, war ich da schon drinnen? Das weiß ich nicht. So, aber vielleicht gibt es da mysteriöse Wände, weil da habe ich damals nicht so nachgeguckt. So. Nee, ich glaube, hier ist nichts weiter. Nö. Okay. Nee, war's doch auch schon. Gut. Dann. Ja, gute Frage. Was mache ich jetzt? Wie gesagt, ich will diesen Maxi-Typi finden. Den Maxi-King? Den Maxi-Typi. Ja, den Maxi-King. Ja, Maxi-King, genau. Was bringt's mir, wenn ich dich umbringe? Bestimmt nicht. Du kannst da weiter. Ja, nee, echt? Ja. Das wollte ich dir schon mal gesagt haben jetzt. Und tot. Haha. Ja. Ich freue mich ja immer, wenn. Ne, okay. Lassen wir das. Nee, passt schon. Gut. Stiefel des Rennens. Ich gehe jetzt mal da lang. Ob ich hier irgendwo was finde. Ich finde die Musik übrigens geil hier. Ich finde die hier besser als von der Welt von Tabanta. Die ist zwar fast gleich, aber naja, egal. Njoms. Klar, mich haut das natürlich zurück, wenn ich... Nach egal. So. Na, wie geht's? Hast du irgendwas zu der aktuellen Situation zu erzählen? Nicht wirklich. Nichts? Nee, nicht wirklich. Okay. Also hier ist der Maxi-Typi auf jeden Fall nicht. Gut. Weißt du es zufällig? Nee, jetzt so nicht. Also, ich müsste jetzt nachgucken. Okay, dann egal. Hier wächst eine Bohne. Der Typ, der da für Fragmente weint, kann gar nicht so weit weg sein. Das ist jetzt eine gute Frage. Hier ist er nicht. Ich sollte aufhören vorzuspulen.
Warte mal, also entweder ich gehe jetzt mal zurück mit dem Mindestdingens hier. Hier runter und da runter. Weil der kann gar nicht so weit weg sein. Hier war ich schon drin.